Liebe Zuschauer, das ist eins meiner persönlichsten und emotionalsten Videos, die ich je gedreht habe. Heute ist einer der schönsten Tage meines Lebens. Denn heute bin ich auf Twitter als Nazi bezeichnet worden. Zweimal! Das ist so unglaublich schön. An die es nicht wissen, ich bin als Kind, als Ausländer und Flüchtling in dieses Land gekommen. Ich komme ursprünglich aus Polen. Das war vor über 30 Jahren. 2018 habe ich meine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, aber irgendwie bin ich immer noch als Polacke und sowas bezeichnet worden. Und als Kind musste ich immer vor Nazis wegrennen, die gesagt haben, Ausländer raus und verpiss dich, du scheiß Polacke. Und jetzt habe ich den Ritterschlag bekommen. Ich bin Nazi. Als ich ein Kind war, hätte ich mir das nie träumen lassen. Ich konnte die Sprache nicht, ich konnte nur Polnisch reden. Dzień dobry, Mamo. Co jest na obiad? Co będzie na kolację? Es ist ganz plötzlich geschehen. Ich hab auf Twitter nur irgendwas geschrieben, von wegen, dass ich rein sprachwissenschaftlich Gendersprache als etwas unpraktisch empfinde. Und dann habe ich in einer völlig anderen Konversation geschrieben, dass ich gewisse Standpunkte der Corona-Demonstranten nachvollziehen kann, weil die Corona-Politik etwas chaotisch und teilweise widersprüchlich ist. In beiden Fällen kamen irgendwie Antworten wie: Du scheiß Nazi, machst mit Rechten gemeinsame Sache und du Nazi von vorgestern. Oh, ich fühle mich, als wäre ich als Tellerwäscher in dieses Land gekommen und hätte es jetzt zum Millionär geschafft. Jakub Slodowitsch, der Nazi. Ich mache dieses Video, um euch anderen, Ausländern und Immigranten, Mut zu machen. Meine Erfolgsgeschichte kann auch eure Erfolgsgeschichte sein. Auch ihr könnt es schaffen. Egal, ob ihr aus Afghanistan, aus dem Irak, aus Syrien oder aus Nigeria oder aus Somalia kommt. Bleibt dabei. Gebt nicht auf. Egal wie sehr die Leute euch beschimpfen und sagen, dass ihr abhauen sollt in euer Land. Auch ihr könnt eines Tages Nazis werden. Ich bin jetzt auf der anderen Seite angelangt. Auf der guten Seite. Ich bin ein Nazi. Meine Message an die Ausländer, die hierher kommen, ist: Seid nicht böse auf die Nazis. Habt keine Angst vor den Nazis, sondern arbeitet so lange, bis ihr selber Nazis werdet. Denn in dieser Welt sind wir doch alle Brüder. Und dieses Nazi-Klischee des blonden, blauäugigen Nazis, das ist von vorgestern. Wir brauchen eine neue Generation von Nazis. Dunkelhäutige Nazis, asiatische Nazis, polnische Nazis, schwule Nazis, transsexuelle Nazis, grüne Nazis. Oh, von denen gibt es ganz viele zurzeit. Und erst wenn wir alle Nazis sind, wird dieses Land und diese Welt zu einem besseren Ort. Dankeschön.